Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein Gameplay auf der Xbox One mit der Honey Badger. Und diese Waffe ist extrem geil. Ich liebe diese Waffe extrem. Also vor allem, wenn ich mal auf PC spiele, was nicht so oft der Fall sein wird, weil das PC-Spiel nicht so gut ist. Ich habe zum Beispiel gestern Abend versucht zu spielen und es waren kaum Spieler online. Ich habe geguckt, wie viele Leute bei Aufgeputscht spielen. Ich weiß nicht, ob die Zahl da richtig ist, aber anscheinend haben nur 2 Leute Aufgeputscht gespielt. Das heißt, nicht mal eine komplette Lobby mitternachts, was ich mir zwar nicht erklären kann, aber anscheinend ist es da so, wenn es da so steht. Und ich finde das schon ziemlich armselig für ein Spiel und dass man da nichts dann fixt irgendwie, dann ist man selber schuld, wenn die PC-Version nicht so oft gespielt wird. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich finde, die Spielentwickler sind da selber schuld. Auf Konsole läuft das Spiel wesentlich besser, muss ich sagen. Und ja, das kann man mittlerweile sagen, weil das Spiel schon eine längere Zeit draußen ist. Auf jeden Fall spiele ich hier auf einer Map, die erinnert mich aus an Dome von MW3. Ist auch so eine kleine Map und egal wann die Map kommt, die wird einfach immer gevotet. Also eine, ja, ziemlich gute Map, finde ich eigentlich, nur ich finde einfach, die wird zu oft gevotet und ich muss die immer und immer wieder spielen. Deswegen seht ihr so viel Gameplays auf dieser Map und die 2 KM-Strikes, die ich bekommen habe, habe ich auch auf dieser Map bekommen, weil, sorry, ich bin ein bisschen heiser, weil man nicht so lange braucht, um irgendwelche Gegner zu finden. Naja, auf jeden Fall würde ich mich extrem, worüber ich stehen wollte, würde ich mich extrem über ein Map-Pack freuen. Was die Maps von MW2 beinhaltet, zum Beispiel sowas wie Afghan, High Rise. Ich weiß zwar nicht, ihr könnt mir ja mal sagen, mit welchem Call of Duty habt ihr angefangen? Ich persönlich habe mit MW2 angefangen, also Modern Warfare 2, und das war halt ein Call of Duty, was mich wirklich richtig süchtig gemacht hat. Ich war wirklich extrem süchtig nach dem Spiel und ich glaube, ich habe eine Zeit lang, ich glaube, das war ein Monat in meinen Sommerferien, habe ich durchgezockt und verdammt normal, Leute, ich habe mich ohne Scheiß, ich bin morgens aufgewacht, hab meine Konsole angemacht und habe sofort angefangen zu zocken bis mitternachts, hab geschlafen, wieder angemacht, weil ich einfach so süchtig war und ich wollte einfach bis Prestige Level 10 aufleveln. Ich glaube, der Grund war auch damals, dass ich Camos freischalten wollte, also für die Waffen zum Beispiel, dass ich irgendwie eine rote Tarnung habe, und das war damals wirklich schwer, da musste man extrem viele Headshots machen und das hat mich nur an dem Spiel gehalten und das fehlt mir mittlerweile bei den Call of Duty so. Ich bin zum Beispiel gar nicht mehr süchtig nach einem Call of Duty. Ich spiele es zwar oft, aber ich bin nicht so, dass ich sage, okay, ich muss es die ganze Zeit spielen. Und dieser Hund! Mein Hund macht nie was, Alter, aber die deren Hunde machen immer was. Naja, auf jeden Fall würde ich mich sehr über MacBook freuen, also verbreitet das Video ruhig, damit wir irgendwann mal, irgendwie mal die Entwickler mal erreichen. Ich meine, wir als großer Call of Duty Channel können durch das Ganze ausnutzen und vielleicht auch mal irgendwie ein Machtwort sprechen oder sowas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass wir zusammen schon was reichen können, denke ich manchmal so, weil ihr müsst euch mal vorstellen, wir sind, ja, sagen wir mal so, ja, 400.000 Menschen zusammen. Und man kann echt Machtwort sprechen, so, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich. Und damit können wir wirklich viel beeinflussen. Also ich weiß nicht, wer von euch würde sich auch über MW2-Maps freuen. Ich persönlich ja. Zum Beispiel über Maps wie High Rise oder, ja, über D-Rail brauchen wir nicht zu sprechen. Das war natürlich eine Scheiß-Map, aber in jedem Call of Duty-Spiel befindet sich mindestens eine Scheiß-Map. Wenn nicht, dann würde mich das Spiel ganz schön enttäuschen. Auf jeden Fall sowas wie Afghan, beste Map ever, ohne Scheiß, beste Map ever, EWA, so eine geile Map. Ich verstehe es nicht, was ist daran so schwer, Maps zu erstellen? Ich meine, gut, diese Map geht's noch, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, ich habe es anscheinend nicht so mit Namen. Selbst als ich in meine neue Klasse kam oder so, oder irgendwie in eine neue Gemeinschaft, habe ich immer die Namen der Lehrer. Eine lange, lange Zeit habe ich mich nicht daran erinnert. Ich habe es echt nicht mit Namen. Ich weiß nicht, wieso. Wie heiß ich eigentlich nochmal? Scherz. Auf jeden Fall. Okay, das war ein ziemlich schlechter Flachwitz, aber egal. Denke ich, haben wir auf jeden Fall die Macht, da irgendwas zu beeinflussen. Und wenn die Entwickler sehen, okay, die Leute stehen drauf, dann, und die Leuten gefällt das, was er gesagt hat, dann, ja, werden wir da vielleicht was verändern. Mittlerweile habe ich sowieso so das Gefühl, dass die Entwickler sich mehr so auf die YouTuber fokussieren, sodass die auch mal drauf hören, was die sagen, habe ich manchmal so das Gefühl. Naja, auf jeden Fall, genug zu den Maps. Und jetzt habe ich hier die Controller in der Hand. Das ist der normale Xbox-Controller. Und da ich heute die Xbox One wieder zurückschicken muss, was ziemlich schade ist, ich habe ihn so ganz lieb gefragt, ja, dürfte ich vielleicht die Xbox One noch ein paar Tage mal... Nein! Hat er gesagt. Und, ja, dann habe ich gesagt, okay, die Wahrheit war eigentlich anders. Und zwar habe ich gefragt, darf ich bitte die Xbox One? Und er hat gesagt, nein. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich sie einfach klauen darf. Aber dann hat er auch gesagt, nein, also muss ich ihn zurückschicken. auf jeden Fall ist das der Xbox 360 Controller. Und das ist hier der Xbox One Controller. Zu dem wollte ich was sagen, da ich jetzt auch genug Zeit habe.
Und zwar ist der wirklich geil. Jetzt werde ich bei Skype angeschrieben. Hoffe ich auch zu schreiben, wenn ich einen Commentary mache. Und zwar, das erste, was einem wirklich auffällt, der ist matt. Und ein matter Controller, ich weiß gar nicht, ist der PS, nee, der ist nicht matt, der PS3 Controller. Ziemlich schade, aber matt. Der ist wirklich matt. Und das Geile an matt Controller ist einfach, dass sie nicht so schnell rutschen. Das bedeutet also, dass ihr einfach stundenlang zocken könnt, und es rutscht einfach nicht. Sorry, ich bin wieder da. Keine Panik auf der Titanic. Ich hatte gerade ein paar Probleme. Mein Mikrofon hat sich automatisch auf stumm gestellt. Also wie gesagt, es rutscht einfach nicht. Und das heißt also, wenn ihr über lange Zocker-Sessions zockt, dann ist der Controller wirklich richtig geil in der Hand. Was dazu kommt, ist, dass er schwer ist. Er ist schwer, der Controller. Das heißt also, er liegt noch besser in der Hand. Ihr könnt mir mal sagen, bevorzugt ihr lieber schwere oder leichte Controller? Das würde mich wirklich interessieren. Ich mag es lieber, wenn ich irgendwas in der Hand habe. Genau, wenn ich meinen Penis in die Hand nehme. Aber bei Controller ist es so, wenn ich stundenlang zocke, mache ich ja auch manchmal. Ich bin ja ein Zocker, genauso wie ihr. Dann finde ich es schon besser. Ganz genau, der Xbox-Button ist jetzt hier oben. Also das ist, finde ich das nicht so toll. Ich würde es schon cool finden, wenn er in der Mitte wäre. Weil das Problem ist, ja, jetzt kann ich es schwer in der Cam zeigen, aber man kommt einfach schlechter nach oben. Das ist der einzige Nachteil, aber sonst ist es eigentlich vollkommen egal. Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass die Button hier zum Schießen, der drückt sich schneller ein. Also man braucht nicht mehr so lange, um die einzudrücken. Ich kann ja mal testen. Ja, ich denke schon. Also das geht wesentlich kürzer. Also wenn ihr drauf drückt, schießt ihr wesentlich kürzer. Finde ich auch extrem geil. Gefällt mir gut. Und eine Sache, die ich am Xbox Controller gar nicht gut finde, ist eine Sache. Und das ist der Grund, wieso ich persönlich den PS3 Controller bevorzuge. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile bei der PS4 aussieht. Aber hier, bei den Sticks, das wollte ich euch beim letzten Commentary schon sagen, aber da bin ich nicht dazu gekommen, weil das Gameplay schon vorbei war. Und es ist bald wieder vorbei, deswegen beeile ich mich mal ein bisschen. Und zwar hier, die Sticks, die gehen rein. Und das ist das Ding bei der Sache, die gehen rein. Schauen wir uns mal den... Flasche, hör auf, dich zu bewegen! Sorry, dann nicht mit los. Auf jeden Fall, hier sind die, ja, nach außen, hatte so eine Wölbung nach außen, hier nach innen. Und das ist wirklich der Grund, was für mich, ja, den PS3-Controller einfach besser macht. Was ich sehr schade finde, ist, dass beim PS4-Controller die Wölbung nicht mehr nach außen geht, sondern ich glaube, die so ganz flach bleibt, also ohne eine Wölbung. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber mal sehen, wie es auf der PS4 sein wird. Und es geht nicht vorbei. Perfekte Zeit zum Enden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Damit unterstützt du mich mehr, als du nur denkst. Und schreib in die Kommentare, bevorzugst du lieber einen schweren oder einen leichteren Controller. Und das ganze Gameplay geht mit dem 30:11 aus. Das Gameplay ist nicht das Beste, aber ich habe nichts Besseres hinbekommen, weil ich die Xbox One nicht lang genug hatte. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. In den Link in der Beschreibung zu meinem Let's Play-Kanal. Da mache ich richtig, richtig witzige Sachen, auch täglich. Ganz wichtig, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Falls ihr mehr sehen wollt, ganz wichtig, damit ihr nie wieder was verpasst, dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tada!